Herzlich willkommen zu unserem Video OER barrierefrei, wie mache ich es bei Video und H5P. Wir stehen hier zu zweit vor der Kamera. Eingeblendet ist unser Logo, Hashtag barrierefreiheit.nrw, das Logo des Kompetenzzentrums Digitale Barrierefreiheit NRW. Ich bin Anna Hage, ich trage eine Brille mit dunkelroten Rahmen und habe graue Haare und habe heute einen hellgrünen Pullover an. Ich bin Anne Pferdekemper-Schmidt. Ich trage meine dunkelblonden Haare in einem Dutt zusammen. Ich trage eine bunte Hemdbluse mit verschiedenfarbigen Punkten, habe ein dunkelblaues T-Shirt an und trage eine hellblaue Jeans. Wir arbeiten beide als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit NRW, einem von der DH NRW geförderten Projekt, bei dem wir alle Mitarbeitenden der NRW-Hochschulen und der DH NRW-Projekte zur Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit beraten und unterstützen. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Barrierefreiheit von OER-Materialien? Das ist ganz einfach. OER-Materialien sind nur dann wirklich offen für alle, wenn sie barrierefrei sind. Und was heißt das für digitale Lernmaterialien? Wir zeigen euch gleich wichtige Grundregeln der Barrierefreiheit, die für alle Medienformate ähnlich sind. Aber es gibt auch spezielle Kniffe, deshalb haben wir uns zwei Formate rausgegriffen, die häufig sind bei OER, nämlich die wichtigsten Punkte für Videos und für H5P-Elemente. Aber fangen wir mit den Grundregeln der digitalen Barrierefreiheit an. Barrierefreiheit ist tatsächlich für viele notwendig und wir verraten eigentlich auch kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass hiervon alle profitieren. Denn barrierefreie Lernmaterialien sind für alle besser les- und wahrnehmbar, aber auch verständlicher. Man kann sich in ihnen viel besser orientieren und sie an eigene Bedarfe anpassen. Das erhöht den Lerneffekt maßgeblich, weil der Cognitive Load geringer ist. Für Barrierefreiheit gibt es verschiedene Regeln und Standards. Die internationalen Web Content Accessibility Guidelines, also kurz die WCAG und dann in der Version 2.1, enthalten fast alle Aspekte, die eingehalten werden müssen, damit digitale Inhalte barrierefrei sind. Dabei beschreibt die WCAG insgesamt vier Prinzipien. Erstens wahrnehmen. Können alle die Inhalte sehen oder hören? Zweitens bedienen. Können alle NutzerInnen alle Bereiche und Funktionen erreichen und aktivieren? Und drittens verstehen. Sind alle Informationen und die Bedienung für die Lernenden gut verständlich? Und viertens, ist die Bedienung so, dass sie für NutzerInnen assistiver Technologien nutzbar ist? Manchmal begegnet euch auch der Begriff PUR. Das ist aber einfach das Akronym der englischsprachigen Begriffe. Für jedes der vier Prinzipien gibt es verschiedene Aspekte. Wir haben euch die wichtigsten zusammengefasst, so kommt ihr gut zu digitalen und barrierefreien Inhalten. Da ist zuerst das Zwei-Sinne-Prinzip, das besagt, Informationen sind immer über zwei Sinne wahrnehmbar und nicht nur über einen einzigen. Das heißt, Bilder und Grafiken haben Textbeschreibungen, das sind die sogenannten Alternativtexte, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Videos haben Untertitel und eine Audiodeskription. Für Audioinhalte gibt es zusätzlich noch Transkripte. Zweitens nutzt immer die semantischen Auszeichnungen über programmeigene Formatierungsmöglichkeiten. Zeichnet alle Elemente, also Überschriften, Text, Tabellen, Links, Listen und Ähnliches, semantisch aus. Dadurch sind alle Inhalte anpassbar, ohne dass auch die Struktur verloren geht. Inhalte lassen sich so unterschiedlich anzeigen. Man kann sie stark vergrößern, man kann die Schrift ändern oder sich alles mit dem Screenreader vorlesen lassen. Die semantischen Auszeichnungen helfen auch beim Navigieren mit der Tastatur, wenn man die Maus nicht bedienen kann. Und dazu gehört auch, dass Button und Links sinnvoll beschriftet und verständlich beschriftet sein sollen. Gestaltet eure Materialien klar, mit viel Kontrast, erkennbar, zeit- und fehlerfreundlich. Was heißt das? Eure Materialien haben natürlich eine klare, konsistente und nachvollziehbare Gliederung. Eure Inhalte sind so gestaltet, dass sie unterscheidbar, also immer gut zu sehen und zu hören sind. Wählt gute Kontraste. Keine graue Achtpunktschrift auf gelbem Untergrund, wie wir das in der Abbildung gemacht haben. Besser ist ein dunkler Hintergrund in der Grafik, dunkelblau mit weißer Schrift, die sogar gefettet ist. Informationen sind nicht nur über Farbe erkennbar, sondern auch durch Form. Ein rotes Kreuz für falsch, ein grüner Haken für richtig, anstatt nur grüne und rote Kästchen. Bei Audios und Videos ist der Ton gut verständlich und klar. Verzichtet also gerne auf ein Musikbett. Gebt NutzerInnen immer ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Materialien. Zum Lesen, zum Hören, zum Sehen und auch zur Interaktion. Animationen und Videos sind pausierbar, Zeitbegrenzungen sind anpassbar oder sogar abschaltbar. Materialien, vor allem interaktive Elemente, sind fehlerfreundlich gestaltet. Hier helfen die Nutzung von Eingabehilfen, Warnungen vor endgültigem Abschicken und auch eine automatische Fehlererkennung.
Und ein paar Einstellungen, die vor allem für Screenreader wichtig sind. Achtet auf die korrekte Auszeichnung der Sprache im Programm, damit eure Materialien von Sprachausgaben auch richtig vorgelesen werden. In unserem Beispiel hier wird ein Text in PowerPoint über das Menüfeld Sprache als englischsprachige Passage ausgezeichnet. Beachtet ihr die Punkte, sind eure Materialien für NutzerInnen assistiver Technologien zugänglich. Ob und wie das gelingt, hängt aber auch von den Plattformen und Programmen ab. Hier helfen immer die semantischen Auszeichnungen der Inhalte und natürlich auch die Wahl barrierefreier Tools und Software. Kommen wir jetzt zu Videos. Was heißt Barrierefreiheit für Videos? Videos benötigen immer Untertitel und eine Audiodeskription. Das habe ich ja schon mal gesagt am Anfang. Untertitel geben sämtliche akustischen Informationen schriftlich wieder. Ihr erinnert euch, das Zwei-Sinne-Prinzip. Den Ton gibt es nochmal in den Untertiteln zu lesen, wie hier unten am Bildrand. Untertitel sind für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen essentiell, helfen aber auch, wenn man Videos ohne Ton schauen möchte oder um sich Fachbegriffe besser zu merken. Die wichtigsten Regeln sind, nutzt erweiterte Untertitel, in Englisch Captions genannt, in denen das gesprochene Wort wortgetreu und unkürzt wiedergegeben wird und informationstragende Geräusche beschrieben werden, zum Beispiel Musik, die eingeblendet oder wenn ein Handy klingelt und unterbricht. Lasst die Zuschauenden frei wählen, ob sie Untertitel nutzen möchten oder nicht. Die Untertitel sollen also zu- und abschaltbar sein und nicht ins Video eingebrannt sein. In den allermeisten Playern ist das heutzutage auch möglich, dass man sie zu- und abschaltet. Eine Audiodeskription beschreibt visuelle Inhalte eines Videos akustisch. Sie ist also für Menschen mit starker Sehbeeinträchtigung oder Blindheit wichtig. Auch die Audiodeskription greift übrigens das Zwei-Sinne-Prinzip auf. Aber wenn man ehrlich ist, eine Audiodeskription ist einem oft gar nicht so geläufig. Hier ein paar Infos und Stichpunkte. Am Anfang wird immer die Situation und das Setting beschrieben und wer was wann und wo beantwortet. Manchmal können auch Personenbeschreibungen wichtig sein. Euch ist sicherlich am Anfang unseres Videos unsere eigene Personenbeschreibung aufgefallen. Alle Texteinblendungen im Bild werden vorgelesen. Das können auch wichtige Tafelanschriebe oder Schaubilder und Grafiken sein. Ihr merkt, man beschreibt also ziemlich viel. Und das ist tatsächlich auch die Herausforderung im Bildungskontext, da keine Interpretationen vorweggenommen werden dürfen. Stellt euch im Vorfeld also immer die Frage, welche Details fürs Lernen wichtig sind. Es gibt verschiedene Arten von Audiodeskription. Bei der klassischen Audiodeskription wird die Tonspur um die Audiodeskription ergänzt, die von einer anderen Person eingesprochen wird. Lasst dafür im Sprechtext genug Sprechpausen. In unserem Beispiel wäre das so, dass jetzt zum Beispiel eine männliche Stimme Texteinblendung klassischer Audiodeskription vorlesen würde. Bei der integrierten Beschreibung übernehmen die allgemeinen SprecherInnen die Beschreibung visueller Informationen im Video. Der Sprechtext muss also so an den richtigen Stellen beschreiben, was zu sehen ist. Diese Variante haben wir für unser Video gewählt. Wir sind immer mal wieder auf die Bilder und Texte, die eingeblendet werden, kurz eingegangen. Und das kann auch eine Variante für Erklärvideos sein, die Wissen vermitteln, wie zum Beispiel Legetrick oder generell bei Vortragsaufzeichnungen, die in der Regel immer Folien und Bilder im Hintergrund einblenden. Falls die Sprechpausen im Originalvideo nicht ausreichen, greift auf die erweiterte Audiodeskription zurück. Die Tonpausen im Originalvideo werden dabei im Videoschnitt künstlich verlängert, indem Bilder eingefroren werden und die Audiodeskription über die Pausen gelegt wird. Das kann zum Beispiel bei Demonstrationsvideos nötig sein, wenn Experimente, Unterricht oder Gesprächssituationen beobachtet werden. Oder auch, wenn ihr komplexere Visualisierungen nutzt. Dann gibt es noch das schriftliche Transkript. Das ist ein separates, barrierefreies Dokument, in dem der Inhalt des Videos verschriftlicht wurde. Alle Dialoge und visuellen Elemente des Videos werden beschrieben. Das ist aber tatsächlich die schlechteste Variante, denn für Studierende mit Sehbeeinträchtigungen bedeutet das, dass sie schon wieder nur ein Dokument mit ihrem eigenen Screenreader lesen und nicht so wie ihre Kommilitoninnen einen aktivierenden Medienwechsel haben. Setzt das Transkript also nur ein, wenn die anderen drei Varianten nicht möglich sind. Ihr merkt, die Art der Audiodeskription hat Einfluss auf die Konzeption eures Videos. Berücksichtigt also bereits im Skript die Audiodeskription. Lasst also kleine Sprechpausen, plant euren Dreh sehr detailgenau und stimmt den Sprechtext auf die Bilder ab. Zum Schluss zu H5P. H5P-Elemente sind natürlich ein total weites Feld. Es gibt mittlerweile über 50 von diesen interaktiven Elementen und nicht alle Elemente sind auch gleichermaßen barrierefrei und zugänglich. Aber als Autorin kannst du natürlich einiges beeinflussen. Zum einen natürlich durch die Auswahl, welche Elemente du nimmst, eben nur barrierefreie. Und du kannst einige Tipps beim Gestalten und in den Einstellungen beachten.
zur Gestaltung. Hier gilt wieder das berühmte Zwei-Sinne-Prinzip. Also beschreibt alle Bilder und Grafiken im Alternativtext. Das eingeblendete Bild zeigt, dass es im H5P-Autorentool unter dem hochgeladenen Bild meist ein Formularfeld für die Alternativtexte gibt. Wenn ihr Farben beeinflussen könnt, achtet auf starke Kontraste. Nutzt wo immer möglich semantische Auszeichnungen und gliedert mit Überschriften. Das geht leider nicht in allen Elementen, aber in sehr vielen. Zum Beispiel bei interaktiven Büchern, bei Präsentationen oder in Akkordeons. Bei den Einstellungen nutzt und prüft die Optionen für die jeweiligen Elemente, damit der Cognitive Load für NutzerInnen assistiver Technologien gering bleibt. Beschriftet alle Hinweise und Schalter eindeutig und in einer einheitlichen Sprache. Das ist manchmal nicht konsistent voreingestellt und da ist Deutsch und Englisch gemischt. In diesem Bearbeitungsfenster ist die Beschriftung des Absenden-Buttons auf Englisch, Submit, und alle anderen Beschriftungen in Deutsch. Fragt euch auch immer, was ihr den Nutzern erlauben wollt und wie man Hilfestellungen einbauen kann. Sinnvolle Einstellungen in den Verhaltenseinstellungen sind zum Beispiel die Lösung für den Lernenden am Ende immer anzuzeigen. Schaltet unnötige Bestätigungsdialoge aus. Lasst Fehler den NutzerInnen nur dann anzeigen, wenn sie auch wirklich für das Lernziel wichtig sind. Akzeptiert kleine Rechtschreibfehler, denn eine korrekte Rechtschreibung ist in den meisten Fällen gar nicht das Entscheidende. Achtet bei Zeitbegrenzungen darauf, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Inhalte wahrnehmen zu können und auch interaktiv reagieren zu können, und plant da auch ruhig mehr Zeit ein. Gebt den Nutzern möglichst viel eigenen Handlungsspielraum. Also Animationen und Videos sollten sie selbst anhalten und starten können. Audios und Videos sollten eben nicht automatisch starten, sich nicht automatisch wiederholen, und nutzt auch keine automatischen Folienübergänge. Natürlich gibt es für jedes einzelne Element noch ein paar mehr Tipps, aber das war erstmal das Wichtigste über alle Elemente, was man beachten kann und was ihr bei der Erstellung eben im Hinterkopf haben solltet. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Testergebnissen und natürlich auch im Workshop. Schaut euch also gerne auf unserer Homepage barrierefreiheit.dh.nrw um. Wir haben unterschiedliche Materialien, so findet ihr Checklisten für verschiedene Dateiformate und unsere Testergebnisse zu vielen gängigen digitalen Tools, die in der Lehre eingesetzt werden.